So. Aber jetzt merkst du, bist ja eben wirklich mit, wie du erzählt hast, bist mit dem Lamborghini durchgezogen. Ja. Jetzt im Ernst, wie viel? Nochmal. Sag ich jetzt nicht, weil du die Aufnahme schon angefangen hast, nicht wahr? Verdammt! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Mike Vanilla. Ich hab den Aufnahmeknopf gehört. Ich hab ihn gehört. Was für ein leiser Tastatur. Nein, da habe ich schlechtere, aber. Ich hab mal den Blueswitch. Hätte ich jetzt nicht gehört, ne? Ich hab sowas von gesagt. Ja, ich hatte es mir schon bewusst. Ja. Willkommen zurück zu auf der glorreichen Reise nach Eldorado, beziehungsweise irgendein Bezirk oder einem Ort zum Bauen. Yay! Voll Weißt spannend. du, Weißt du, andere hätten jetzt schon irgendwie so 7 Folgen irgendwie geschafft, irgendwie ein Haus gebaut, schon was gefarmt, Getreidefeld, wir laschen seit 17 Folgen durch die Pampa. Und es wird immer spannender. Dö, dö, dö. Ich merke schon, dieses Projekt wird echt fruchten. Was war das denn jetzt? Warte, hätte ich besser machen müssen. Reicht das? Ah, lass es sein. Mach's, glaube ich, noch schlechter. Also ich bin wieder in den Bergen angekommen. Ich habe gerade gesagt, eine Blume, eine gelbe Blume hier wäre in der Auranaut von meiner Funkraft gewesen. Also zum Glück noch gar nicht, als ich so ein bisschen viel Modpacks gezockt habe. Also ich habe ein Steak Schweinefleisch. Oh, mal was ganz Neues. Ein Sumpf. Alter. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Boah. Ich wette, wir sind beide irgendwie schon gefühlt an 7 Dörfern vorbeigerast. Möchte ich gar nicht wissen. Sonst rage ich. Wie fängt man eine spannende Aufnahmesession an? Erstmal legen wir ins Schlafen, ne? Du kannst. Kann nicht schlafen. Ja. Die Sonne geht unter. Du kannst schon ausschlafen. So. Ich muss mal ganz kurz mein Handy mal was leise stellen. Ah, daran habe ich gedacht. Ja, ich hatte nur vergessen, in der Gruppe zu muten. Oh. Das ist ja immer schlimm. Genial war, ich war jetzt ja am Mittwoch war ich im Kino gewesen. Welcher Film? Batman vs. Superman. Gut. Nein. Ich fand den scheiße. Okay, dann gehe ich da schon mal nicht rein. Ey, sorry, die haben den Batman so kacke umgesetzt. Warst du in Deadpool? Deadpool war geil. Ich hab den sowas von gefeiert. Als ich mit. Ich war da mit ein paar Kumpels im Kino, hab den angeschaut. Und dann am nächsten Tag haben wir nochmal wie eine. Ich muss gerade mal ein anderes Wort für Sauforgie überlegen. Abschluss. Wir waren auf einer kleinen Milchfeier. Nein, das klingt auch scheiße. Oh, nein. Warum war nein? Du warst das, okay? Du. Ich brauche einen Ach, Mann, ey. Scheiße, wir sind schon bei ca. 5 Minuten. Ich kann die Folge nicht mehr anfangen. So schnell versaut Dominik eine Folge. Und wortwörtlich versaut. Oh Gott. Auf jeden Fall, ja, wir waren noch auf dem Ende. Bevor ich mich noch weiter in die Scheiße Ja. reinreite. Ja, wir hatten eine kleine Saufparty gemacht und hatten uns dann nochmal später Deadpool nochmal angeschaut.
Übers Internet. Aber der Film ist einfach so scheiße geil. Also bei mir fliegen Schweine. Ja, kennst du dich? Das sind die bekannten australischen Flugschweine. Die werden kommen aus Eiern und werden im Flug ausgebrütet. Eile? Habe ich gar nicht gewusst. Und Glück war das kann, kannst du mir eine Patchlog zeigen? Ich möchte es gerne wissen. Das ist in der Patchlog 1.9.7.12. 12, ja! 12 endlich? Ja, 12 mal Fantastillion. Gott, hör mir auf. Und wie jeder Mathe-Profi weiß, wie viel ist 12 mal Fantastillion? 15? Nein, unendlich. Stimmt ja, aber ja, war. Ach ja, und deswegen ist Mechanismus OP. Man kann erst Erze verdreifachen und dann Fantastillion fachen. Also, wenn man das Ganze mal nimmt, dann kann man Erze unendlich fachen. Muss man aber wissen. Das wissen nur echte Minecraft-Profis. Also ich nicht. Ich schon. Nein, du auch nicht. Ach man. Alter. Also gefühlt habe ich gleich mal diesen Erfolg durch alle Biome latschen durch. Ey, das ist so lächerlich, ne? Mir fehlt auch noch das Pilz und das Mesa-Biom. Und ein Dschungel. Und ein Dschungel. Oh Gott, nein, Dschungel, das dauert wieder ewig. Ich glaube, das werden wir vorhin eine Mauer zum Bauen. Dschungel, also ich weiß nicht, ob es. Hey, minus 10.000! Ich weiß nicht, ob es normal ist, aber Dschungel in der 1.9 ist seltener. Seltener als, als Pilzbiom. Als. Was? Ja? Okay, dann hatten wir echt Luck, als wir damals 1.9 gespielt hatten. Wir hatten gestartet und irgendwie so das zweite Biom neben unserem Mega-Tiger war ein Dschungel. Nein, aber mir ist es schon mehrere Minecraft-Projekten aufgefallen, wo ich schaue. Es ist einfach echt so, dass Dschungel voll selten ist. Boah, ich. Das ist echt ein Witz. Ich habe noch nie in einem Projekt so lange gebraucht, einen scheiß Ort zum Bauen zu finden. Du nicht alleine. Der schnellste war ja wirklich bei TWP, da haben wir ja schnell gesagt, okay, hier bauen wir Ende. Ja, das war echt schnell. Na gut, ich bin da noch ein bisschen weiter weggezogen. Ja, gut. Aber Christian, von unseren Projekten, welche Basis fandest du da am geilsten? RIT. Genau. Die war richtig geil. Da muss ich gerade nachdenken. Ich war jetzt sogar mal überlegen, das Pack einfach nochmal so privat nochmal neu zu zocken. Also das war echt gut, nur ein paar Sachen haben mich manchmal irgendwie aufgeregt. Graphtag. Ja, und der Explosionsschaden. You died, you died, you died. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? I wanna be the Boshi. Lol, you died. Lol, lol, you died. Hör mir auf. Das Spiel ist schon hart behindert, ne? Ja. Ey, das Team hat es ja endlich mal geschafft, an Sonic vorbeizukommen. Der hat doch schon den Boss danach besiegt. War schon so weit? Jetzt rat mal, wie viele Tode er hat. 5000? 5600. Oh, war ich gar nicht mehr so schlecht. Oh, hier ist eine Schlucht. Ich hasse es, wie die Tiere wegrennen, wenn man sie schlägt. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Oh, ich werde geschlagen, ich schläge mich mal kurz hier hin. Ich will es ja den gemütlich machen. Weil es tatsächlich einfach nur noch dämlich finde. Dass du in der Aufnahme bist? Nee, das. Daran habe ich mich schon gewohnt. Nee, ich finde es einfach nur noch dämlich. Ich hatte letztens nochmal im FTP-Launcher. Ein neues Pack gesehen. Hier unter dem Third-Party-Packs. Das sah erstmal von den Mods her gar nicht mal so schlecht aus. Das sah richtig interessant aus. The Ferret Business heißt das. Ja. Wo ist der Nachteil? Es ist
scheiße. Richtig scheiße eingestellt. Unter anderem spawnen da Bären, Elefanten und so weiter. Also das Bären einen angreifen kann ich ja noch verstehen. Ja. Aber als ich später von einer motherfucking Ente angegriffen wurde. Ente? Von einer Ente. Ente? Von einer Ente, von einer E-N-T-E. Ach so, von einer Lusche, okay. Von einer was? Lusche. Egal. Red Deutsch, Junge. Lusche! Ja, ich weiß, dass du eine Lusche bist. Egal. Ja, von der Ente. Da hab ich mir einfach nur gedacht, ja, okay, alles klar. What the fuck? Also, so schlecht kann kein Minecraft-Spieler sein, dass er von der Ente fertig gemacht wird. Escape. Save. Oder gleich Alt F4. Alt F4 und Black gelöscht. Und von dem Modset sah das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das hatte Mechanism, Rotary Craft. Was war noch alles? Ist Rotary Craft eigentlich mal geupdatet worden? Ich hab keine Ahnung, ich bezweifle es langsam. Der Rotary Craft war echt ein geiler Mod. Mhm. Ich hätte ja auch damals noch die Idee gehabt mit anderen Mod, ne? Ja. Also eigentlich waren die Ideen, die wir hatten, gar nicht mal so schlecht, ne? Ja. Irgendwie keine Zeit. Mhm. Ich habe jetzt letztens auch mal angefangen in, Moment, wo ist das Buch? Alter, wo ist das Buch hin? Ah, hier. C++, lernen und professionell anwenden. Macht Spaß? Ah, ich sag mal sowas. Ich hab zwar letztens gesagt, aber irgendwie nur einmal kurz reingelesen und irgendwie so bewusst beiseite gelegt. Muss ich mal wieder weiterlesen. Also, kann ich mithalten? Wo ist mein kleines Buch? Grundkurs C++. Bin irgendwo bei Seite 70, 80 und es ist einfach schon so fucking kompliziert. Ich habe hier sogar noch ein Buch rumstehen über HTML4. Meist ist weg. Nö, kann ich eigentlich nicht. Das gehört eigentlich einem ehemaligen Nachbarn. So. Ich will es aber einfach nur behalten, Ende. Vielleicht wird es ja irgendwann mal was werden. Ich kann es für Fantastillionen verkaufen. Nein. Ne, was ich aber auch noch rumstehen habe, ist ein Buch über JavaScript und über Visual C Sharp 2012. Ich brauche jetzt über JavaScript hier liegen noch. Weil professionell JavaScript entwickeln muss ich noch können. Mhm. Weil mein JavaScript-Datei von Minecraft Command Generator ist einfach knapp 3000 Zeilen groß. Was ist eigentlich mit dem Projekt, wo ich damit noch mitgeholfen habe? Brauchst du da noch Hilfe, oder? Ja. Was muss denn da noch so gemacht werden? Also erstens, ich habe was geupdatet, was du noch nicht, glaube ich, umgesetzt hast. Ja, da hatte ich dir aber auch geschrieben gehabt. Da brauche ich nochmal deine Hilfe, weil ich da ein bisschen verwirrt war. Hast du das geschrieben? Ja, das hatte ich dir geschrieben gehabt. Nee, da war zum Test, da habe ich dir das gesagt gehabt. Also ich glaube, so viele Kühe, wie ich mittlerweile getötet habe, kann ich schon schön Lederrüstung machen. Okay, never mind, noch nicht mal. Ich hab mal 10 Warte Leder. Mal. Ich schon. Ich hab knapp einen Stack Leder. Ja, ich bedenke auch immer noch, dass... Ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal einen Platz finden zum Bauen. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das alles nicht so richtig. Die Gebiete sind irgendwie alle viel zu bergig. Ja. Und selbst die Felder sind irgendwie sowas zu hügelig. Ja. Oh man. Ja. Schlafen? Ja. Ich bin drin. Ich auch. Wunder ist ja, dass der Server noch nicht abschmiert. Der Server hat, glaube ich, 3 GB.
Okay, dann schmeckt er echt nicht drauf. Ne, das reicht ja vollkommen für Vanille. Ich habe mir mittlerweile schon mein fünftes Schwert gecraftet. Ich habe noch ein Steinschwert vom Anfang. Also, ich habe ein Steak rohes Schweinefleisch, rohes Rindfleisch. Ist sogar schon zwei Steaks rohes Schweinefleisch. Ein halben Steak Chicken. Da habe ich noch mal ungefähr dasselbe gebraten. Ich muss auch noch mal was braten. Boah. Komm, mach mir noch mal. Ich hoffe, dass ich jetzt mit diesen 7 Steaks auskommen werde. Ich habe keinen Bock, nochmal danach was zu braten. 7 Steaks? Ja, ich habe noch 14 Schweinefleisch und 9 Hammel. Und noch ein Chicken, das reicht doch eigentlich vollkommen. Sollte. Ich meine, hier sind noch so viele Tiere, ich werde schon nicht sterben, aber... Boah. Das ist schon traurig, dass wir schon so lange latschen und immer noch nichts gefunden haben, ne? Das ist echt traurig. Brennt jetzt einfach nur noch durch. Ich war sogar schon überlegen, ob wir einfach nochmal zurück zum Spawn gehen und in eine andere Richtung latschen. Also einfach mal hier kurz dann während der Aufnahme beide zum Spawn. Während Aufnahmepause einfach nochmal beide kurz. Vielleicht die Spawn-Regel anmachen, dass man nichts verliert, kurz töten, zurück zum Spawn. Wir werden zum Spawn von unserem letzten Schlafplatz zurückgesetzt dann. Auch wenn wir das Bett abgebaut haben? Ja. Lol, seit wann ist denn das? Hä? Hä? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Müsste nochmal nachschauen. Das war doch sonst immer, kommt doch immer die Meldung, your homebed is missing or obstructed. Okay, dann kommt das vermutlich. Also Zuckerrohr habe ich schon bald genug, das müssen wir noch nicht mal mehr anpflanzen für einen Full Enchanter. Ich bin schon bei 45 Zuckerrohr. 32. Ja, siehst du, müssen wir schon bald nicht mehr anpflanzen. Aber ich mache mir jetzt ein Boot und fahre damit über den See. Boah, auf diesen Song hatte ich gerade keinen Bock, muss ich mal weitermachen. Boah, ich muss ja auch immer noch die Musik von I Wanna Be the Boss hier saugen. Hast du das Spiel mal gezockt? Ja. Musst du echt mal machen. Ich hab mal den Anfang so ein bisschen gezockt. Schon Alter, das ist mal sowas von Brainfuck mit dem Boot jetzt zu fahren, ne? Wieso? Boah. Alter, das war scheiße knapp. Ich wäre gerade fast draufgegangen. Ich bin einfach nur runtergesprungen, ich denke nur, ich treffe das Wasser nicht, Geschafft. Ja, nee, I wanna be a Boshi habe ich noch nicht angezockt. Muss man echt mal machen. Also ganz ehrlich, ich bin mir schon so dabei, wenn wir nur einen PC da finden, dass wir dann sofort da bauen. Oh geil, wenn wir die Boote zerschlecht behalten müssen? Ja. Bauen wir neu. Puh. Also dieses Zweihandsystem ist mega geil. Ich überprüfe jetzt nach der Aufnahme nochmal schnell auf dem Server, ob wir überhaupt Strukturen an sind. Das kann es doch bald nicht sein. Also langsam zweifle ich echt, dass Strukturen an sind, ne? Ja, ich bezweifle es auch an. Aber hast du in der Wüste eine Pyramide gefunden oder einen Brunnen? Nee. Bezweifle ich es echt. Aber die Wüste war auch nicht so allzu groß. Das, okay, es war groß, aber es war eher so eine Sandbergwüste. Soll ich mal einen Wolf schlagen? Ja, mach mal, wird lustig, ich drückt hab. Obwohl, nee, die teleportieren sich dann, ne? Ich weiß nicht, ob die mal. Schon wieder Pferde. Boah. Ich bin wieder auf Bergen. Oh, was besteigst du dieses Mal? Merkst du, dass ich das gerade ignoriere?
Ja, du versuchst das zu ignorieren, ne? Boah, Alter, das ist doch lächerlich. Ich denke nur erstmal, ja, okay, die Map sieht gar nicht mehr so schlecht aus vom Spawn aus. Kann man ja so ein bisschen rumlatschen, vielleicht findet man eine schöne Stelle. Wie viele Folgen sind wir jetzt in der fünften? Ja, ich glaub schon. Alter, das sieht gerade aus, als wäre ich wieder zurück zum Spawn gelatscht. Ich bin bei minus 12.000 fast. 12.000. Ich bin bei 1.250. Christian, wie war das denn mit dem Spawn? Es werden mit dem End. Wurden nur drei generiert oder mehrere? Jetzt sind es mehr. Ja, Jetzt okay. sind es bis 256. Das waren noch irgendwie 2. Ne, 2 hoch 16, 2 hoch 8, oder? 8. Ja. 2 hoch 16 wären ein bisschen sehr viel. 16 wäre ein bisschen viel. Oh, ich habe schon wieder einen End gefunden. Oh, daneben ist direkt noch eins. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Dann noch eins? Hä? Das Geile war ja immer noch damals, als ich mal mit dem Kuh. Wow! Was? Fuck! Alter, du hast noch nicht mal ein Leben verloren. Ja! Ich bin gerade. Da ist so eine Klippe. Und ich dachte, da geht's ganz normal runter. Was ist? Nein, da ist direkt Lava und. Alter, das ist doch lächerlich. Ich habe einen Dschungel gefunden. Das ist so lächerlich. Oh mein Gott. Ich gehe da jetzt mal hin und wenn ich dann einen Dschungeltempel finde, dann haben wir die Bestätigung. Oh, wir sind bei 22 Minuten. Dann gehe ich in der nächsten Folge dahin. Okay. Alter, hier ist schon wieder das. Das sind nicht schon wieder Ozean sein. Gut. Ich weiß mal nach, ob überhaupt Strukturen an sind. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.